Ja, Versicherung und Finanzen, das sind ja so Themen, mit denen man sich nicht unbedingt gerne freiwillig beschäftigen mag. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man hier einen kompetenten Partner hat, den man mal fragen kann und der einen vor allem auch sehr gut berät. Deswegen stehe ich jetzt hier bei Thorsten Schmieling in der Christian-Felter-Straße 30. Er ist Unternehmensberater für private Haushalte und ich werde ihn jetzt gleich mal befragen, wie er mir oder dir helfen kann. Mit welchen Fragen genau kann ich denn jetzt zu dir kommen? Wo genau berätst du mich denn? Ja, ich berate deinen Haushalt oder deine Familie in dem Falle in allen Fragen, die einen finanziellen Hintergrund haben. Das beginnt bei Einnahmen und Ausgaben. Wir schauen uns deine aktuelle Situation an. Wir machen eine Finanzanalyse, erheben da 940 Datensätze über deinen Haushalt, werten die in einem dreiteiligen Gutachten aus und schauen uns dann explizit an, an welcher Stelle können wir einsparen? Ja, das beginnt mit Bank- und Geldkosten, das geht über Energiekosten, weiterhin bis zu Versicherungskosten und natürlich schauen wir, wo wir staatliche Förderungen mitnehmen können, wo die für dich und deine Familie Sinn machen. Was zeichnet denn Telis Finanz aus? Das heißt, du bist unabhängiger Berater, richtig? Die Telis Finanz ist der größte deutsche unabhängige Finanzdienstleister. Wir sind unabhängig in Kapital, Prozess und Produkt und können auf die komplette Palette des Marktes zugreifen. Welches der vielen Finanzthemen ist denn dir besonders wichtig, Thorsten? Ja, auch aufgrund der aktuellen Situation sehen wir, dass der Staat und seine Kassen etwas klamm und leer sind, sodass die private Vorsorge natürlich ein brutal wichtiges Thema geworden ist und immer mehr wird. Wenn wir jetzt hier ein Beispiel mal sehen, eine Frau mit 32 Jahren, 1500 Euro brutto, ja, bekommt vielleicht eine Nettorente von 555 Euro nach Krankenversicherung und Steuer und hat somit eine Rentenlücke von 1.300 Euro im Alter 67. Und da schauen wir natürlich, was gibt es für Möglichkeiten, ja, so eine Lücke in Liquiditätsschonung zu schließen. Schauen an so einer Stelle nach staatlichen Fördermöglichkeiten und versuchen da die Mandanten einfach abzuholen und gut aufzustellen.